Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Ich hatte ja versprochen, dass ich euch mal kurz ein wenig über das Spiel erzähle, beziehungsweise ein wenig durchführe. Also, wenn ihr das Spiel neu gestartet habt, dann kommt ihr automatisch hier in dieser Übersicht an. Da könnt ihr verschiedene Sachen anwählen. Heute ist jetzt beispielsweise ein neuer Summit angebrochen. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann sagt ihr ins HQ, das ist soweit alles okay. So, dann steht ihr hier vor dem Live-Summit. Da braucht ihr dann nur, ja, wenn ihr ein Joypad habt, A zu klicken. Da seht ihr dann im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr... Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ach so, weil das vom alten Summit noch gewesen ist. Okay, jetzt habe ich es gesteckt. Also wenn ihr schon eingefahren seid, könnt ihr die Sachen, die ihr erhalten habt, da drin, könnt ihr dann einsammeln. So sieht es normalerweise aus, wenn ihr ein neues Summit habt. Und zwar seht ihr links, von wann bis wann der laufen wird. Also heute hat er begonnen, der läuft jetzt genau 7 Tage, auch wenn jetzt unten steht noch 6 Tage, weil er hat ja schon begonnen. Oben seht ihr die Belohnungen, die ihr bekommen könnt, also wenn ihr Bronze erfahrt, was ihr ganz am Anfang natürlich nicht so einfach, also Bronze schon, aber den Rest nicht so einfach erfahren könnt, weil ihr halt ja komplett untermotorisiert seid. Aber bei Bronze bekommt ihr schon 400.000 Follower. Bei Silber bekommt ihr in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Nitro-Chemiker Legendär. Das sind so Zusätze, die ihr euch erfahren könnt. Bei Gold könnt ihr euch ein Auto erfahren bei diesem Summit. Und bei Platin gibt es eine Geburtstagsunterbeleuchtung in Episch. Was auch immer das heißt. Das ist wohl so ein Regenbogenfarben, so wie es aussieht. Oh nee, ich bin jetzt auch im Falschen drin, sehe ich jetzt gerade. Okay, also war jetzt das Beispiel, wo ich gerade drauf war. Das war jetzt schon für nächste Woche. Hier unten seht ihr übrigens immer auch die darauffolgenden Wochen, also sprich der 17. bis 24. Da könnt ihr euch dann die Sachen erfahren, die oben stehen. Und die Woche danach ist jetzt gerade schon freigeschaltet, dass ihr gucken könnt, was danach kommt. Und ja, die Woche danach könnt ihr euch auch schon mal angucken. Die Reifen finde ich gar nicht mal so schlecht. Sieht irgendwie ganz lustig aus. Legendäre Teile verbessert. Okay. So, und ganz links, wie gesagt, habt ihr dann den aktuellen Summit. Aktuell sieht es so aus, dass man sich einen Monster Truck auf Silber erspielen kann. Ja, gut, der Rest, der ist eigentlich total egal. Also Gold brauche ich nicht, weil da ist eh nur Quatsch drin. Platin, okay, das würde noch interessant sein, aber naja. Wir gehen jetzt einfach mal in den aktuellen rein. Der ist jetzt heute, wie gesagt, ist angebrochen, deswegen habe ich noch nichts gemacht. Da seht ihr auch auf der linken Seite jetzt, wie viele Punkte ihr braucht, um überhaupt drin zu sein. Für Bronze müsst ihr nur in der Rangliste drin sein. Für Silber braucht ihr schon, also müsst ihr schon unter den 15.000 sein. Für Gold unter den Top 8.000 und für Platin unter dem begehrten Top 3.000. Aber da braucht ihr schon voll ausgelevelte Autos für. Dann gibt es hier verschiedene Disziplinen, die ihr machen könnt. In dem Fall ist es jetzt einmal ein Flugrennen, was drin ist, ein Slalom. Ich denke mal, da kann man selber auswählen, ob mit dem Motorrad oder dem Auto. Einmal die Flucht fahren, dazu kommen wir dann später auch noch. Ein Street Race müsst ihr bestehen, also da müsst ihr unter den ersten drei, glaube ich, kommen. Dann noch ein Street Race, was ihr bestehen müsst. Ein Rally Raid, was ihr bestehen müsst. Dann brauche ich jetzt hierfür noch den Hammer. Den werde ich mir heute noch holen. Ich werde mir noch ein Bundle kaufen gleich. Den Raptor, den habe ich eigentlich gedacht, dass ich den hatte. Aber anscheinend hatte ich ihn nicht. Also ein Touring Car müsst ihr damit fahren. Und hier braucht ihr dann nochmal fürs Rally Raid nochmal einen anderen Hammer. So, wenn ihr jetzt hier rausgeht, ihr müsst das halten, weil sonst funktioniert das nicht. Seid ihr jetzt hier? Da war ich jetzt auch so ein bisschen überfordert, wie ich jetzt wieder hier rausgehe. Müsst ihr jetzt so lange rausgehen, bis ihr unten nichts mehr eingeblendet habt. Wenn ihr mit dem Controller spielt, müsst ihr dann auf die Starttaste drücken, also die rechte, diese Dreieckstaste. Dann kommt ihr hier wieder in dieses Menü rein. Und mit den Schultertasten oben
könnt ihr nun alles auswählen. Also hier habt ihr nochmal die Übersicht zum Summit. Da könnt ihr zum Beispiel auch hier auf Contracts gehen. Da gehe ich jetzt nochmal eben drauf. Dann werdet ihr wieder in dieses HQ reingebracht. Da gibt es dann diese Live-Verträge. Beim ersten Mal nehmt ihr, glaube ich, nur, schaltet ihr das Ganze nur frei. Aber ab dem zweiten Mal könnt ihr dann hier reinklicken und habt dann jeden Tag immer wieder ein so ein Live-Event. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr würfeln. Dann bekommt ihr ein neues Live-Event. Was vielleicht einfacher ist, gerade am Anfang, wenn jetzt ein schwieriges drinsteht. Da könnt ihr CCs mitbekommen. CCs sind spezielle, ja, ist eine spezielle Währung. Man nannte es auch Echtwährung. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Währung wie diese Bucks. Weil die Bucks, die seht ihr oben rechts, das ist das Schwarze. Das ist die Ingame-Währung. Also ich habe jetzt gerade knapp 2,5 Millionen Bucks. Und 64.000 CC, weil ich jeden Tag diese Belohnung gemacht habe, seit ich hier angefangen habe. Und ihr könnt mit beiden letztendlich, könnt ihr Autos und so weiter kaufen. Wenn ihr euch jetzt wundert, was rechts das ist, mit diesem komischen Zeichen und dieser bräunlichen Schrift, da komme ich gleich auch nochmal zu, weil das hat was mit Ersatzteilen zu tun, beziehungsweise mit Teilen, die ihr wechseln und verschrotten könnt. Das dazu dann aber nochmal später. Ganz oben rechts seht ihr übrigens den Kultrang bei mir. Bei euch wird, wenn ihr gerade angefangen habt, Neuling stehen. Ich weiß nicht mal, wie es dann weiter ging. Neuling, Anfänger und noch ein paar andere Stufen. Und irgendwann fängt dann der Kultrang an. Der fängt dann bei 1 an und geht dann, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist am Ende offen. Ich glaube, da gibt es gar keine Beschränkung. Geht ganz, ganz weit hoch. Also ich habe schon einen Kultrang mit über 6.000 gesehen. Das war abartig. Ich wollte nicht wissen, wie lange die Leute damit schon gefahren sind. So, wenn ihr hier drin gewesen seid, könnt ihr natürlich auch wieder rausgehen. Ihr müsst da nicht reingehen, aber ihr sammelt damit halt diese CCs und normalerweise ist es recht schnell gemacht, so eine Aufgabe. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, alles gesagt. Ach nee, diese Bundles, die hier noch drin sind, da könnt ihr nach rechts rüber gehen. Ihr könnt jede Woche verschiedene Bundles kaufen. Zum Beispiel auch hier Prestige der Woche gibt es hier auch noch drin. DLC kann ich mir jetzt kaufen, weil ich, glaube ich, alles freigeschaltet habe. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt öffne. Ach so, nee, das sind bei mir jetzt die Clubbelohnungen, okay. Und dann gibt es noch ein Bundle hier unten. Die wechseln natürlich wöchentlich. Das ist schon mal gut. Triple X. Da werde ich mir, glaube ich, dann ein Bundle holen. Da müsst ihr dann immer, wenn ihr einmal draufklickt, könnt ihr dann immer gucken, welche Fahrzeuge da drin sind. In dem Fall ist jetzt der Hammer drin, den ich haben wollte, glaube ich. Truck Edition, ja. Weil ich brauche definitiv einen besseren Monster Truck, weil der, den ich habe, der ist scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Dann gibt es hier noch, oh, da ist ein McLaren drin, okay. Oh, der Königseck. Da muss ich mal gucken, ob das der ist, aber ich glaube, es gibt nur einen. Steht jetzt hier nicht drin, aber das müsste eigentlich Touring Cars sein, beziehungsweise, nee, Hypercars steht da. Ich muss mal gucken, ob das der ist, weil man muss verschiedene Autos haben. Nee, ich gucke gerade bei mir auf der Liste. Königseck Agera R bräuchte ich, das ist ein anderer Mist. Man muss nämlich verschiedene Autos haben, um Fotoaufgaben zu erfüllen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Hier gibt es zum Beispiel jetzt einen Porsche, einen BMW, einen Motorrad-BMW. Kann ich übrigens nur empfehlen. Ich weiß nicht, welche das hier ist. Ach, das ist die, die ich schon habe, die S1000. Ich glaube, die habe ich. Und ein Mercedes. Ja, Mercedes bin ich nicht gerade Freund drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da könnt ihr euch dann die Pakete holen. Bei mir stehen jetzt noch Prozente drauf. Minus 20, minus 25, minus 10, minus 20. Weil ich die Gold Edition gekauft habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der normalen Edition ist, ob da auch Prozente drin sind. Kann sein, dass keine drin sind. Kann aber auch sein, dass die kleiner drin sind. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, weil ich halt die Gold Edition geholt habe. Das ist die größte, die ich gefunden hatte, die man kaufen kann. Kann ich euch absolut nur empfehlen, weil wenn ihr spezielle Sachen freigeschaltet habt, bekommt ihr auch kostenlose Autos noch damit. Wenn ihr euch die weiteren Let's Plays anschaut, könnt ihr das übrigens auch schön sehen. Ja, ein zweiter ist der Katalog. Da gibt es dann hier so verschiedene Kategorien, wo ihr auswählen könnt. Oder ihr geht einfach auf Sammlung. Da habt ihr dann wirklich alle Autos. Aber wie ihr seht, wenn ihr hier durchgeht, es sind wirklich unheimlich viele. Nicht nur die Autos, die Motorräder, die Boote, die Hovercraft. Naja gut, von den Hovercraft gibt es jetzt nicht so viele. Die Flugzeuge.
Wenn ihr das Ganze einfacher haben wollt, ihr seht bei mir jetzt unten, ich muss auf X drücken. Es kann von Controller zu Controller vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein. Da ist, glaube ich, das X unten und das A links bei anderen Controllern. Dann seid ihr jetzt hier drin. Da könnt ihr jetzt einmal auf die untere Taste drücken. Bei mir ist es jetzt A. Da könnt ihr euch anzeigen lassen, welche ihr noch nicht im Besitz habt. Das heißt, der zeigt mir jetzt hier alle 306 Fahrzeuge an, die ich noch nicht gekauft habe. Wenn ich nochmal draufklicke, auf die gleiche Taste, ist das jetzt wieder weg. Ich habe jetzt 54 im Besitz, soll euch nicht abschrecken, weil ich fahre jetzt auch schon ein paar Wochen. Dann könnt ihr die Art auswählen. Ich mache mal den Besitz ein bisschen zu. Ob ihr alle Motorräder, alle Autos angezeigt haben wollt oder alle Motorräder angezeigt haben wollt, wenn ihr nach speziellen Sachen am Suchen seid. Boote, wie ihr seht, sind schon mal nicht so viele drin. Da sind jetzt nur 11 Boote generell drin, also auch mit denen, die ich schon habe. Luftkissenboote gibt es nur 5 Boote. Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Da fällt mir ein, ich wollte mir auch noch den Speedster holen. Könnte ich wahrscheinlich jetzt machen. Flugzeuge gibt es nur 17 Stück drin, da sind alle aber auch drin, also sowohl die schnellen Flugzeuge wie auch die, ja ich sag mal Kunststückflugzeuge, böses Wort, und der Hubschrauber. Da steht jetzt gratis drin, aber, das ist so ein bisschen Verarsche, den kann man gratis kriegen, aber nur wenn man ein richtig, richtig schweres Rennen besteht. Ich habe es fast bestanden, aber da meine Maschine untermotorisiert ist, fährt er mir im letzten Rennen immer wieder davon. Also es besteht aus 4 einzelnen Rennen und der fährt mir im letzten immer wieder davon und ich habe ihn deswegen leider noch nicht geholt. Aber ein richtig geiles Teil. Also ich habe mir sagen lassen, dass man damit schön über den Dingen schweben kann, aufs Auto wechseln kann und dann relativ gut auf Sachen landen kann. Was später noch wichtig sein wird, wenn ihr Fotoaufgaben machen möchtet. So, dann könnt ihr ja auch unter den einzelnen Disziplinen noch Autos auswählen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe Drag Race noch nicht freigeschaltet, ich brauche ein Auto, womit ich Drag Race fahren kann, könnt ihr das Drag Race auswählen. Da habt ihr jetzt 10 Autos zur Auswahl. Da kann ich euch aktuell, also ich bin jetzt noch nicht so viel gefahren, aber da kann ich euch aktuell die Viper empfehlen. Die hat eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit. Ich habe bei mir noch nicht so viele Teile drin und bin schon auf 333 von der Leistungsstufe von 400. Nee, stimmt gar nicht. Moment, habe ich die? Habe ich gar nicht. Was erzähle ich euch denn hier von Quatsch? Im Besitz. Nee, ich habe die Corvette geholt. So, nicht die Viper. Also die Corvette kann ich euch nur empfehlen. Ich habe wirklich fast keine Teile drin, bin auf 345. Aber die geht wirklich, wirklich ab momentan. Also die ist schon klasse. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Drag Race, für alle, die es nicht wissen, ist so ein Rennen, wo man erstmal einen Burnout macht am Anfang. Man guckt, dass man einen perfekten Burnout kriegt. Und danach erhaltet ihr ja eigentlich nichts. Dann fahrt ihr eigentlich immer nur geradeaus. Da müsst ihr dann gucken, wann ihr das Nitro zündet, weil ihr habt nur einmal Nitro. Und müsst natürlich gucken, dass ihr so schnell wie möglich ins Ziel reinkommt vor den anderen. Achso, das muss ich mal rausmachen. Dann gibt es noch die Hypercars beispielsweise, die kann man sich reinmachen. Ich habe es schon rausgemacht, okay. Dann habt ihr nur die Hypercars, Rally Road, Motocross, halt alles, was ihr so braucht. Monster Truck habe ich lange nachgesucht, bevor ich hier die Filterfunktion gefunden hatte. Da gibt es auch nicht so viele von. Beim Powerboot habe ich die anderen leider noch nicht ausprobiert. Aber es gibt zum Beispiel, hier ist ein schönes Beispiel, es gibt welche, die ihr auf bestimmten Kulträngs holen könnt. In dem Fall auf Kultrang 400 bekommt ihr automatisch dieses Motorboot freigeschaltet, also Powerboot freigeschaltet. Das habt ihr überall. Das habt ihr bei den Touring Cars, soweit ich weiß, bei den Air Race meine ich nicht. Nee, bei den Air Race. Oder ich habe es schon freigeschaltet, das kann natürlich auch sein. Ihr könnt nach Land manche Sachen, zum Beispiel Fotoaufgaben, da müsst ihr mit einem deutschen Auto fahren oder beide mit einem deutschen Auto fahren, dann könnt ihr euch hier die deutschen Autos aussuchen, wobei, wie ihr oben links auch seht, immer eine Flagge noch dabei ist. Also wer sich mit den Ländern auskennt, der guckt einfach nach der Flagge, oh, es ist ein deutsches Auto, passt. Wobei, naja, Audi, BMW und so kennt man ja, ne? Aber die Leute, die zum Beispiel
Ja gut, okay, italienische Flagge ist eigentlich sehr bekannt, aber die jetzt beispielsweise die italienische Flagge nicht kennen, die können dann auch einfach auf Italien klicken und die haben dann hier alle Autos, die sie dann mit Italien haben. Man kann auch nach Marken sortieren, wenn da drin steht, ihr müsst mit einer Ducati fahren, ihr müsst mit einem Ferrari fahren, könnt ihr die nochmal auswählen, damit halt nicht so viele dann da sind und dann nochmal auswählen, okay, es muss ein Touring-Car sein oder es muss ein Hypercar sein. In der Drift Edition, da gibt es übrigens auch ein Ferrari von, was ich bis heute nicht verstehe, dass die einen Drift gemacht haben, aber okay. Da könnt ihr dann halt verschiedene auswählen. Die mache ich jetzt aber mal wieder zu, weil die Marken noch ziemlich groß sind. Den Zeitraum, ob ihr mit modernen Autos fahrt oder mit klassischen Autos, weil es gibt auch Sachen, wo drin steht, ihr müsst zum Beispiel so und so lange mit einem Oldie gefahren sein. Da wählt ihr einfach klassisch aus und sucht euch dementsprechend den Wagen aus. Und den Stil, ob es ein Sportwagen ist, ein Muscle-Car, meine absolute Lieblinge, die Muscle-Cars. Sind übrigens sehr, sehr geile Wagen drin, optisch. Nur um nochmal die ersten 4, 5 hier zu zeigen. Der sieht richtig Hammer aus. Ja, aber damit es hier nicht zu lange wird, ihr habt noch ein Profil, wenn ihr weitergeht. Da habt ihr einmal den Fahrer. Da gibt es, ach, da stand ich schon drauf, die Galerie. Da sind alle Bilder drin, die ihr gemacht habt und die ihr dann auch freigeschaltet habt. Beziehungsweise in der Galerie sind auch die, die ihr nicht freigeschaltet habt, sehe ich gerade. Da könnt ihr euch also wirklich alle nochmal ansehen, die ihr irgendwo erstellt habt. Wie zum Beispiel das hier, das ist ein kleines Außerirdischenzeichen. Das könnt ihr nochmal angucken. Ich weiß nicht, im Nachhinein glaube ich, kann man es nicht nochmal veröffentlichen. Ich habe zumindest noch nicht herausgefunden, wie. Aber wenn ihr das gerade gemacht habt, da wird für ein paar Sekunden rechts was eingeblendet. Ich muss dann Y drücken und A zum Bestätigen, damit dann das Foto auch veröffentlicht wird, sodass andere Fotos sich das angucken können. Hier ist zum Beispiel noch ein Foto, wo ich in meinem Zuhause drin war, am Billardtisch. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und hier habe ich noch ein Foto gemacht. Das sind so versteckte Sachen. Eine einsame Insel. Wenn ihr zur Palme oben guckt, da ist auch noch Robinson Crusoe oder wer das sein soll drin. Das sind schon lustige Sachen. Also ihr habt dann auch Fotoaufgaben, wo ihr beispielsweise Tiere fotografieren müsst. Hier habe ich jetzt einen Wolf entdeckt. Oder Fotoaufgaben, wo ihr an speziellen Orten sein müsst, spezielle Dinge machen müsst. Die hier, die war sehr, sehr knifflig, weil ich bin tausendmal über den Episode One LP drüber gesprungen und es hat immer alles gezählt, nur der Sprung selber wurde nicht gezählt, obwohl ich, wie ihr seht, genau über ihn drüber stand. Er musste mit einem speziellen Auto da sein, ich mit Monster Truck und ich musste über ihn drüber springen. Kann ich euch nur empfehlen, das in der Storm X Arena zu machen, weil das da recht einfach ist. Funktioniert hat es dann am Ende aber erst an dieser Stelle. Also nicht mit diesem Foto, das habe ich, glaube ich, da nicht mehr geteilt. Das war so ein ganz kleiner Sprung, wie ihr hinten rechts noch sehen könnt. Und da hat es dann funktioniert. Frag mich nicht, warum, wieso, weshalb. Es ist bescheuert. Ihr habt dann auch so komische Fotoaufgaben, wie auf dem Nacken einer Kuh landen. Das habe ich hier noch nicht ganz geschafft, weil ich einfach immer zu schnell bin mit dem Flugzeug. Der Nacken wäre jetzt weiter vorne. Aber ihr seht schon, die Kuh ist riesig. Also es ist nicht so einfach. Ihr müsst da mit dem Flugzeug fliegen, euch eben schnell umwandeln auf Auto und dann dementsprechend landen. Wer den Heli schon freigeschaltet hat, macht das mit dem Heli, weil es sehr viel einfacher ist. Sehr viel einfacher. Dann gibt es auch noch so Sachen wie senkrecht durch irgendwelche Spalts durchfliegen und solche Sachen. Also da könnt ihr schon so einige Zeit mit verbringen, diese Rovercraft, diese Fotoaufgaben zu machen. Die Bären zu finden war übrigens sehr, sehr schwer. Und seitdem ich einen fotografiert habe, habe ich irgendwie nur noch Bären über den Weg laufen gehabt. Das ist übrigens die riesige Kuh, wen es interessiert, wo man dann drauf landen muss. Die habe ich erst nicht gefunden, aber dann habe ich sie zum Glück doch noch gefunden. Ja, aber damit ich mich hier nicht allzu lange drüber dran aufhalte, es gibt die Zeitleiste. Da könnt ihr dann für jeden Kultrang beispielsweise, ich glaube, es gibt nur für den Kultrang, nee, es gibt auch für die einzelnen ja, Stationen hier. Also mit Neuling fangt ihr an, glaube ich. Oder nee, A war, glaube ich, Anfänger. Fangt ihr mit an. Dann erreicht ihr den Neulingsstatus, dann den Populärstatus, den Berühmtstatus, den Starstatus und dann kommt der Kult-1-Status. Und danach könnt ihr halt alle, ja, nicht alle 10, doch alle 10. Ja, er springt nicht um. Es sind wirklich alle 10. Kultstatus, so könnt ihr dann hier Belohnung abholen. Kleiner Tipp von mir.
Wenn ihr ein Auto habt oder Motorrad oder so, was noch gar keine Teile drin habt oder wo ihr sehr schwer nur mit spielen könnt und nur sehr schwer gewinnen könnt, dann nehmt das und öffnet die Kultbelohnung. Weil die Kultbelohnung werden immer gezogen für das Auto oder Motorboot oder ähnliches, was ihr gerade drin habt. Also das, was ihr leveln wollt, tut ihr rein, geht dann hier rein und öffnet dann die Kultbelohnung und ihr habt dann dementsprechend Ersatzteile dafür. Bei Kult 100 beispielsweise bekommt ihr den Camaro ZL1. Dann geht es noch höher, könnt ihr wieder Belohnungen einsammeln. Und wenn ich jetzt Kult 200 erreiche, wie ihr oben seht, gibt es dann ein Flugzeug, den Vako. Und das geht dann immer so weiter. Hier gibt es dann nochmal ein Peugeot. Ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Auto ist. Das könnte ein R sein oder so, steht jetzt nicht dabei. Dann geht es hier auch nochmal weiter. Dann gibt es ein Motorboot. Scheint ein gutes zu sein. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, noch keine Erfahrung damit. Dann gibt es hier nochmal eine BMW. Und auf 600 gibt es nochmal einen Ferrari, den ihr ja, einfach kriegen könnt, wenn ihr den Status erreicht habt. Ein NSX nochmal auf Kult 700. Kult 850 gibt es den Hub One Monster Truck Edition. Soll wohl nicht so gut sein, habe ich mir sagen lassen. Aber ich habe, wie gesagt, noch keine Erfahrung damit. Dann auf Kult 1000 gibt es den Chiron Carbon Edition. Und ja, so geht das halt immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob es. Nee, es gibt aktuell, glaube ich, gar kein Ende. Ihr seht unten links den Balken, wie es immer weitergeht. Also bis 6000 oder so, glaube ich, kommt ihr da locker mit. Das werde ich mir jetzt nicht alles angucken. Wenn ihr auf Story geht, könnt ihr im Prinzip alles angucken, was ihr bisher freigeschaltet habt. Ich habe mich da storymäßig noch nicht so drauf konzentriert. Dementsprechend habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Aber die Videos könnt ihr euch dann nochmal angucken. Falls zum Beispiel einer dazwischen geplappert hat, das habe ich leider sehr oft gehabt, wenn wir mit mehreren gespielt haben, kann man sich die einfach nochmal angucken, nochmal aufnehmen und dann dementsprechend, ja, ohne Zwischengeplapper dann auch mit reinbringen. Dann habt ihr hier Kultpunkte. Die habt ihr aber erst, wenn ihr den Kultstatus erreicht habt. Also sprich, mit Kult 1 kriegt ihr den ersten Punkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die könnt ihr hier reinstecken. Ich kann euch nur empfehlen, Punkte in Reich reinzustecken, um euren Ertrag an Bucks, also die ihr spielen könnt, das Geld sozusagen zu steigern. Populär solltet ihr mit der Zeit Punkte reinstecken, um die Follower zu steigern, die ihr bekommt. Dadurch steigt ihr natürlich auch schneller im Rang. Je mehr Follower ihr habt, umso höher kommt ihr im Rang. Ich kann euch nur empfehlen, in Nitro-Punkte reinzusetzen. Hier gibt es jetzt steigert die Nitro-Kraft, geht leider nur bis 25 Punkte. War mir persönlich jetzt wichtiger als Bugs und so weiter am Anfang. Deswegen habe ich da jetzt mehr Punkte drin. Möchte ich auch gerne erstmal auf Maximum bringen. Dann gibt es noch Fanatisch. Die Nitro-Energie erhöht sich um so und so viel Prozent pro Sekunde, solange sie benutzt wird. Das heißt, im Endeffekt, je länger ihr Nitro benutzt, umso länger könnt ihr es benutzen. Hört sich dumm an, aber ist wirklich so. Also wenn ihr nur kurz drauf drückt, wird es nicht gesteigert. Wenn ihr aber lange drauf drückt, weil ihr zum Beispiel auf einer Geraden seid, wird das Ganze nochmal ein bisschen erhöht. Die anderen könnt ihr euch selber angucken, da ich nicht gerne und auch nicht viel drifte, habe ich da jetzt noch nichts reingemacht. Wozu mein Nitro beim Driften braucht, ist mir noch nicht ganz klar, aber beim Driften bin ich absoluter Anfänger, weil ich krieg's nicht wirklich hin. Also ich drifte gerne in der offenen Welt, mache ich gerne, mache ich gut, aber sobald man wirklich ein Rennen machen muss mit Driften, da falle ich unten durch, bin ich ganz ehrlich. Dann Nitro wird durch das Fahren von Figuren aufgefüllt, ist halt auch wieder, ja, das ist eigentlich schon was, wo man sagen kann, da kann man Punkte reinstecken, ist aber, glaube ich, nur aufs Flugzeug bezogen, weil ihr seht rechts schon ein Looping. Wenn ihr den Looping durchfahrt, wird halt Nitro aufgefüllt. Erhöht die Radarreichweite zur Erkennung von Live-Belohnungen. Ist auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite würde es mich stören, weil wenn ich einen höheren Radius habe, suche ich noch bekloppter. Und naja, das ist für mich persönlich jetzt nicht so wichtig. Es gibt noch eins für Sammler. Da kommen wir jetzt gleich auch zu. Beschleunigt das Erscheinen von Live-Belohnungen. Das wäre natürlich ganz gut, weil dann schneller Live-Belohnungen erscheinen.
Aber wenn man da jetzt nicht so drauf aus ist, braucht man die halt auch nicht so wirklich. Im zweiten kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, im Bulldozer zu leveln, weil ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad, also auf normal kann es, das ist die leichteste Stufe, kann es auch schon sein, aber ab schwer, das ist die mittlere Stufe und Ass ist dann die schwierige Stufe, ist es definitiv so, dass die NPCs, also die KI, extremst aggressiv fahren. Und wir haben es sehr, sehr oft, wenn man am Start nicht so gut wegkommt, dass zum Beispiel beim Monster Truck fahren sie einen in die Reifen rein, dann verkanten sich zwei Fahrzeuge und man kann nur noch mit 20er Geschwindigkeit oder so weiterfahren, weil es einfach nicht mehr geht. Die sind verkantet, kommen nicht mehr voneinander los. Ich habe es bis zu einer Minute gehabt, dass ich nicht rauskam und dadurch ein Rennen verloren, nur weil sich einer absichtlich mit mir verkantet hat, also mich reingefahren ist. Der fuhr neben mir, ist rübergezogen zu mir und hat sich verkantet und das ist wirklich abartig. Also bei Monster Truck kann man leider nicht so viel machen, außer vielleicht noch ausweichen. Bei anderen Fahrzeugen, bei anderen Rennen ist es aber so, dass man zum Beispiel von hinten wird, also fährt ein Auto in einen rein oder die versuchen einen abzudrängen, indem sie von rechts auf einmal auf deine Spur fahren und dich nach links abdrängen. Und auch wenn man schnell reagiert, man kann nicht immer gegensteuern. Und da ist das doch ganz gut. Auch wenn man selber mal auf Autos auffährt, ist natürlich auch dann die Aufprallstärke erhöht. Dementsprechend kann man auch schneller wieder weiterfahren. Also die ganzen KIs haben das hier alle, die ganzen Punkte immer auf Maximum, eingestellt. Die fahren auch in den Kurven wie auf Schienen normalerweise, zumindest ab schwer. Also bei der leichtesten Stufe nicht unbedingt. Kommt ein bisschen aufs Rennen an. Aber wo andere Leute, Profis, bremsen müssen, weil sie sonst die Kurve nicht kriegen, fahren die einfach wie auf Schienen und drücken noch Nitro und sind dann weg. Also das ist ganz normal bei The Crew. Das ist in anderen Spielen sehr viel besser gemacht, aber bei The Crew ist es extremst scheiße gemacht. Da kann man auch im Forum so viel meckern, wie man will. Man kriegt halt nur Strikes, wenn man meckert. Und deswegen kann ich es euch nicht empfehlen. Also das ist was, was sehr, sehr negativ ist bei dem Spiel hier. Wo ich euch noch empfehlen kann, Punkte reinzumachen, in Windschatten steigert die Windschattenkraft, das ist gerissen, und Luftschlucker steigert die Windschattendistanz. Das heißt, ihr müsst nicht so nah am Auto sein, damit ihr den Windschatten abbekommt. Und mit gerissen werdet ihr dann halt schneller, wenn ihr aus dem Windschatten rausfahrt. Dann gibt es noch die Vorhut, steigert das Tempo, während man sich vor einem anderen Fahrzeug befindet. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch bei den, diese ganzen Symbole hier, die sind auch bei den Teilen noch drin. Also falls ihr irgendwo mal das Symbol nicht kennt, könnt ihr hier auch drauf gehen und euch die mal angucken. Ist sehr, sehr gut erklärt. Und matschig kann ich euch noch empfehlen, verringert die Stöße und Geschwindigkeitsverluste bei Offroad. Und wenn ihr gerne mit Motorrad fahrt, Lehnsmann kann ich euch auch noch empfehlen, Punkte reinzutun, erhöht den Lehnenbonus des Spielers für Motorräder. Dann die letzte Empfehlung in Spiel. Je nachdem kommt ein bisschen darauf an, wie gut ihr seid und was ihr spielt. Ich habe ein bisschen Probleme bei allem, was abnormal ist, also ab der, nee, ab schwierig ist, also die normale Schwierigkeitsstufe, nicht die leichte. Bei den Flugzeugen. Deswegen habe ich hier viele Punkte schon reingetan bei großartig, weil das steigert die Punktebewertung. Heißt, ihr müsst etwas weniger unterm Strich machen, weil die Punktebewertung besser ist. Ihr kriegt mehr Punkte für eure gemachten Stunts. Dann gibt es noch Testerprobt. Da bekommt ihr bessere Punkte bei den Tests, die ihr fahrt. Ist jetzt eigentlich unwichtig, aber habe ich auch mal ein paar Punkte reingemacht am Anfang. Perfektionist ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ihr nicht hundertprozentig den Flugwinkel dann haben müsst, der angezeigt wird. Gerade bei den Rennen ist das immer ein bisschen kompliziert. Ihr müsst natürlich gerade fliegen, wenn gerade drin steht. Ihr müsst nach links gedreht fliegen, wenn nach links gedreht drin steht. Aber ihr müsst nicht so hundertprozentig diese Vorgabe erreichen. Also bei mir kann ich eine Abweichung von 8% haben und das gilt halt trotzdem noch als gut durchgeflogen. So, Fahrzeuge, denke ich mal, dürfte jedem klar sein. Das sind eure Fahrzeuge. Da könnt ihr alles auswählen, was ihr wollt. Wenn ihr bei euren Fahrzeugen drauf geht, dann könnt ihr einmal auswählen. Klar, dann setzt ihr euch in das Fahrzeug rein, werdet auf den nächsten Punkt auf der Straße oder im Wasser hingebracht. Dann gibt es noch die Performance.
Wenn ihr Teile bekommen habt, die leuchten auch so ganz mit so einem Strahl zum Himmel, daran erkennt ihr, dass ihr Teile habt, dann habt ihr hier verschiedene Kategorien, wo ihr was auswählen könnt. Einmal die Bremsen, das Getriebe, Steuergerät, Motorblock, Auspuff, Aufhängung und Reifen. Da könnt ihr jeweils reingehen und könnt ihr mit ein bisschen Glück verschiedene Sachen angucken. Ich gehe am besten mal in ein Auto, wo ich wirklich viele Teile habe, weil Drift bin ich nicht wirklich viel gefahren. Ich gehe mal bei Street Racing rein. Wenn ihr da reingeht, da habt ihr hier verschiedene Farben, verschiedene Stufen. Anfangs werdet ihr natürlich ganz niedrige Sachen haben. Diese, die grau hinterlegt sind, wie das hier links, das sind diese Standardsachen, die drin sind. Die kann man auch nicht verwerten. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe mich erstmal bekloppt gemacht, weil ich nicht verwerten konnte. Wusste aber nicht, dass das nur ab dem ersten Teil geht, was ihr erfahrt. Da seht ihr jetzt unten, X gedrückt halten zum Verschrotten. Mache ich jetzt nicht, obwohl, naja, ich habe schon wieder genug Teile drin. Ich werde es mal machen. Also ich halte X gedrückt, dann rattert das so durch, dann ist es weg. Dann seht ihr, ich habe jetzt plus 200 von diesen braunen Teilen. Die nennen sich Ersatzteile. Den kann ich auch noch verschrotten. Das ist dann aber wirklich weg. Es ist verschrottet, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn ihr die Teile verschrottet, wie gesagt, erhaltet ihr Punkte für Ersatzteile. Da habe ich bis heute leider noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Aber ich weiß, dass man mit den Ersatzteilen seine Sachen verbessern kann. Ich habe es mal irgendwo gesehen, aber ich bin irgendwie nicht mehr draufgekommen, glaube ich. Jetzt stehen unten Zusatzwerte und Zusatz. Zusatz, da gehe ich jetzt mal eben drauf. Da könnt ihr euch ansehen. Ich weiß gar nicht, nee, das kann man so... doch, das kann man auswählen, genau. Ihr seht links das Blinken. Das sind die Symbole. Also da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken, was das genau ist. Hier geht es um die Sogwirkung. Steigert die Distanz, Erkennung der Vorhut. Weiß ich nicht genau, was das ist mit der Erkennung. Habe ich auch nie selber genommen. Da habt ihr jetzt unten einen Bereich stehen von 2,5% bis 4%. Ich habe jetzt aktuell 3,1%. Ach so, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf A gedrückt halte, war das, dann konnte ich die Teile damit verbessern. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, aber ich glaube, das war's. Dann könnt ihr hier A gedrückt halten. Also wie gesagt, bei mir ist es A, bei anderen könnte es X sein. Um 250 Bucks zu benutzen, also Geld, und 750 und 250 von den Ersatzteilen, dann verbessert sich der Wert. Ich weiß aber nicht, wie sehr er sich verbessert. Also es ist dann in diesen Rahmen bis 4%. Ich weiß nicht, ob er direkt auf die 4% geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er erhöht sich nur um eine zufällige Zahl oder vielleicht auch eine vorgegebene Zahl. Kann ich euch aber nur empfehlen, wenn ihr wirklich Endstadion erreicht habt, überall Goldteile drin habt, dann macht das Sinn. Vorher macht es wirklich keinen Sinn. Deswegen sind die auch hier noch so günstig. Dann hier zum Beispiel Goldfinger nennt sich das Ganze, steigert die Abwürfe von Beute. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, das heißt, dass man, je mehr Prozent man da drin hat, entweder bessere Teile bekommt oder mehr Teile bekommt. Das könnt ihr aber schon mal so ein bisschen im Hintergrund behalten, dass dieses Symbol halt mit der Beute zu tun hat. Dann könnt ihr theoretisch auch rechts unten drücken. RT ist rechts unten die Schultertaste. Da könnt ihr euch dann nochmal die Werte angucken. Unten steht auch zum Beispiel, dass Setbonus inaktiv ist. Ein Setbonus erhaltet ihr immer nur, wenn ihr die gleiche Farbe überall drin habt. So, und dann könnt ihr euch natürlich die einzelnen Teile angucken. Kleiner Tipp auch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich... Achso, ich bin ja hier drin. Ach, ich bin ja auch doof. Ich habe jetzt das hier zum Beispiel genommen, weil da unter anderem auch der Bulldozer drin war. Sehe jetzt aber gerade, dass ich das auch noch nehmen könnte. Ja gut, aber jetzt nicht in dem Audi hier. Das ist nämlich nicht mein bestes Auto. Das würde ich jetzt zum Beispiel nehmen im besten Auto. Es sei denn, dass der natürlich über 280 hat, dann nehme ich das, was besser ist. Aber hier seht ihr auch die unterschiedlichen Symbole. Da sucht ihr euch, wenn ihr die gleiche Zahl unten drunter stehen habt, sucht ihr euch einfach das Symbol aus, was ihr haben möchtet. Ob ihr mehr verdienen möchtet, mehr Aufprallschutz haben möchtet und so weiter und so fort. Wenn ihr nicht die gleiche Zahl unten drin stehen habt, dann ist es egal, ob da jetzt zum Beispiel beim blauen hier, also ich nehme jetzt mal an, ich habe die pinken Teile nicht und die blauen haben wir gerade drin. Dann
nimmt nicht das Blaue, nur weil da irgendein Symbol drin ist, nimmt das, was größer ist, also von den Punkten her unten, weil das verbessert eure Leistungsstufe. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich war es auch wichtig, dieses Menü hier ein bisschen zu erklären, weil das war etwas, was mich am Anfang so ein bisschen irritiert hat. Ihr könnt auch auf Anpassen beispielsweise gehen, wobei ich das jetzt lieber mit einem Auto machen würde, mit dem ich auch was erfahren habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier wirklich was erfahren habe. Ich muss mal nachgucken. Da könnt ihr die Farbe wählen, also ihr könnt dem Auto eine andere Farbe verpassen. Die müsst ihr natürlich kaufen. Das ist klar. Das ist übrigens ein ganz schönes Rot, weil das dunkel ist und so ein bisschen metallic. Ihr könnt auch mit den Schultertasten weitergehen. Da könnt ihr einzelne Farben noch nehmen. Ich sage jetzt mal blödes Beispiel Pink, also so ein Lila. Da könnt ihr dann in verschiedenen Farben, oh Gott, jetzt wird es richtig eklig, könnt ihr dann wirklich auswählen oder so ein Knallgrün. Das geht dann wirklich, je höher ihr geht, bis zum Knallgrün. Oder so ein Dunkelgrün. Also verschiedene Stufen könnt ihr auswählen. Das Ganze nochmal in Metallic-Farbe, in Chromfarbe, in Mattfarbe, eluxiert, was übrigens auch sehr schön aussieht. Schillernd. Da habt ihr dann mehrfarbig. Es sieht auch richtig geil aus, wie ich finde. Aber es ist natürlich auch immer so eine Kostenfrage. Und gefällt euch die Farbe? Ich meine, ich habe jetzt schwarz drauf. Da sieht man nicht so viel davon. Aber wenn ihr jetzt lila-blau zum Beispiel nehmen würdet oder dieses grün-bläuliche oder so grün-türkis schon fast, da seht ihr natürlich viel davon. Ja, kürzlich sind dann die, die ihr euch gekauft habt. Dann gibt es noch Verzierung. Da will ich mich nicht lange mit auswählen. Ihr könnt eigene erstellen. Das habe ich noch nie gemacht. Ihr könnt Exklusivsachen nehmen. Ich glaube, die sind dann ein bisschen teurer oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das sind dann andere Sachen, die ihr drauf machen könnt, die dann in den anderen Kategorien nicht drin sind. Ja, es ist halt immer so ein bisschen Frage, was möchte man haben? Die Top 100, das sind halt die, die sehr beliebt sind. Finde ich zum Beispiel, sieht schrecklich aus auf so ein Auto. Was ich sehr geil finde, ist dieses Police. Das habe ich auf dem anderen Auto drauf. Auf dem anderen sieht es ein bisschen besser aus, weil auf der Motorhaube auch noch was draufsteht und so. Die üblichen Rennstreifen sind auch sehr beliebt und so weiter. Also da könnt ihr euch mal durchschauen, was euch da so gefällt oder was euch nicht gefällt. Da werde ich euch jetzt nicht alles zeigen. Aktuell sind wieder andere Sachen. Das sind, glaube ich, die, die immer als letztes hochgeladen wurden. Also die, die schon alle alten gekauft haben, sozusagen, die können sich dann bei aktuell so ein bisschen austoben und können dann da gucken, was gibt es denn Neues. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie aktuell das Ganze ist. Da steht übrigens auch immer, wenn ihr oben mal guckt, wann es hochgeladen worden ist, wie viele davon gedownloadet worden sind und wie viele Formen es davon gibt und so weiter und so fort. Ihr könnt hier auch nochmal auf den Filter gehen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt ihr zum Beispiel alle mit ja, Flammen raussuchen oder alle, wo Tiere drauf sind, raussuchen, alle, wo Tribals drauf sind, raussuchen und so weiter. Also da könnt ihr euch wirklich stundenlang drin aufhalten, einfach nur um irgendwelche Sachen zu finden. Bei Aussehen könnt ihr verschiedene Teile auswählen, wie die Motorhaube aussehen soll. Ich schaue mir das mal ein bisschen so von der Seite an, da kann man es ein bisschen besser sehen. Dann könnt ihr mit den Schultertasten noch durchswitchen, wie die Stoßfänger aussehen sollen, wie die Felgen aussehen sollen. Das hier fand ich übrigens ganz krass. Das habe ich auf einem Auto, habe ich es auch drauf. Aber da passt es auch tatsächlich. Wie der Bremssattel aussehen soll, also sprich, welche Farbe er haben soll. Hier, damit ihr das besser seht. Die Außenspiegel, ja, da habe ich jetzt nur zwei drin. Kann man nicht so gut sehen. Die Seitenschweller. Heckspoiler könnt ihr verändern, wie ihr das haben möchtet. Stoßfänger hinten könnt ihr verändern. Und den Innenraum könnt ihr theoretisch noch verändern, also mit anderen Farben, wer es braucht. Also ist natürlich auch alles so ein bisschen eine Geldfrage, deswegen habe ich bei vielen gar nichts drin. Bei Prestige, ich weiß nicht, was der Quatsch soll, aber da könnt ihr Hupen kaufen. Das Schlimme ist, um etwas freizuschalten, müsst ihr, glaube ich, alle 10 Hupen haben. Und die sind, glaube ich, es steht jetzt hier gerade kein Preis drin. Ich möchte jetzt auch nicht aus Versehen etwas kaufen. Also ich brauche keine andere Hupe. Mir sind die Hupen sowas von Schnurzpiep egal. Aber es gibt wirklich eine Aufgabe, wo man Sterne für kriegt, wo
wo man Hupen kaufen muss. Sterne, da sind wir jetzt quasi beim letzten bzw. vorletzten Teil. Ich weiß, es ist jetzt etwas länger geworden, aber es ist auch sehr, sehr viel zu erklären. Es gibt diese wöchentlichen Aufgaben. Wenn man jetzt hier drauf geht, da kann man dann reingucken. Und dann hat man hier so wöchentliche Aufgaben, die man machen kann. Zum Beispiel alles zu so Mitaufgaben abschließen. Das ist, glaube ich, jede Woche drin, weiß ich jetzt gar nicht. Führe im freien Fahren Sprünge in Formation mit Hammer-Monster-Trucks aus. Das hoffe ich, werde ich noch machen können, sobald der EP wieder da ist, weil der ja auf einen gezwungenen Urlaub aktuell ist. Sammle Live-Belohnung mit einem Rallye-Fahrzeug. Das ist, wenn ihr Rallye-Raid Streckenfahrt und die gewinnt, also Belohnung erhaltet. Müsst ihr aber nur einmal machen, um das Ganze freigeschaltet zu haben, zumindest auf Stufe 1. Weil da oben diese Striche zeigen euch an, dass es noch andere Stufen gibt. Das hier könnt ihr nur einmal abschließen. Deswegen ist nur ein Streifen drin. Ich habe es auch mal gehabt. Leider hat das nicht angenommen, obwohl ich sogar einen Screenshot davon habe, dass ich alle neuen abgeschlossen hatte. Ja, war wohl irgendwie verbuggt oder so. Ist schade, aber hat er nicht angenommen. Und bei den anderen müsst ihr das halt öfter machen. Hier müsst ihr nur einmal abschließen, beim nächsten Mal müsst ihr wahrscheinlich fünfmal abschließen, dann vielleicht 20 und 50 Mal, schätzungsweise. Hier fliehe weiter als dein Rivale mit einem Ford F-150 Touring Car. Da müsst ihr schon wirklich ein spezielles Auto haben, um das hinzukriegen. Und das finde ich halt schon doof, weil gerade wenn man anfängt, möchte man natürlich auch Sterne sammeln hier drin und kann es halt nicht, weil man die ganzen Wagen nicht hat. Und statte einen Monster Truck mit Reifen aus. Das heißt, wenn ihr, also ich denke mal, wenn ihr einmal andere Reifen drauf habt mit einer anderen Farbe, dann habt ihr das hier schon erledigt. So, dann gibt es hier noch drei Bereiche. Einmal den Racer, da seht ihr links die Sachen, die ihr freischalten könnt und die Sachen, die ihr schon habt. Also ich habe zum Beispiel 255 Sterne, bin damit gut auf der Spur, dass ich das nächste Emotion-Ding hier freischalten kann. Wenn ihr hier drauf geht und auf Details anzeigen geht, dann könnt ihr euch die Sachen auch angucken. Also unten die mit den Häkchen habe ich schon freigeschaltet. Das mit 300 wäre dann dieses komische Motion mit den geplatzten Helmen da. Das Outfit, was ihr kriegen könnt, ist oben links angezeigt. Also das mit dieser pinken Umrandung. Dann darüber steht dann die Unterbeleuchtung, die ihr erhalten könnt. Das ist das mit der blauen Umrandung oben. Wobei ich die Beleuchtung nicht sehe, kann aber auch sein, dass die einfach nur seltsam aussieht. Ja, und das Fahrzeug könnt ihr euch hier nochmal von der Seite angucken. Ist halt so ein komisch aussehender Mazda, den ihr dann erhalten könnt, wenn ihr. Achso, doch da oben, ja. Wenn ihr 650 Sterne insgesamt bekommen habt in dieser Kategorie. Sind verschiedene Sachen von Street Racings abschließen oder Offroads-Events abschließen. Das kommt natürlich alles mit der Zeit, je mehr ihr fahrt. Im PvE knapp verlieren. Habe ich auch schon 41 Mal getan. Also das kommt natürlich, wie gesagt, alles. Fahre in ein Event ohne Kollision, bin ich immerhin schon 16 Kilometer gefahren. Das wird noch hoch gesammelt. Fahre in PvE-Events durch Kontrollpunkte. Das geht auch relativ schnell, recht schnell. Zeige deine Liebe, indem du Events spielst. Habe ich insgesamt schon 21 Stunden gemacht. Braucht man 24 Stunden, also ich jetzt, um das nächste abzuschließen. Ja, da sind halt ganz, ganz viele Sachen drin. In PvP-Events durch Kontrollpunkte fahren habe ich noch nicht, weil ich bin noch kein PvP-Event gefahren. Meilenweit fahre Autos in Events, bin ich schon über 3 Kilometer insgesamt gefahren. Also es sind halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die könnt ihr euch mal angucken. Es hat halt alles so mit Fahren, sage ich mal, zu tun. Das meiste, wenn nicht sogar alles, mit Events. Dann gibt es den Explorer. Da habt ihr wieder das gleiche System aufgebaut, wo ihr so Sachen holen könnt, diese Emotions, die ihr unten seht. Das Outfit habe ich jetzt endlich freigeschaltet. Das muss ich mir, glaube ich, nee, das muss ich nicht abholen. Das kann ich mir dann in mein Zuhause, kann ich mich dann umziehen. Dann Untergrundbodenbeleuchtung und mal ein schönes Auto, ein Hammer HX-Konzept. Würde mich mal interessieren, damit zu fahren, wobei der nicht so gut aussieht wie der, den ich mir jetzt noch holen werde. Ist halt das gleiche System wieder mit den Sternen hier.
Hier müsst ihr allerdings dann Street Racing HQs besuchen, zum Beispiel das Offroad HQ besuchen. Dann bekommt ihr schon jeweils, ich glaube, einen Stern dazu. Das sind diese vier, wo man hingehen kann. Live-Verträge in beliebigen HQs entdecken. Da kriegt ihr auch schon was. Also das geht wirklich mehr ums Entdecken. Eine Crew aus drei Mitgliedern machen. Eine Crew aus vier haben wir leider noch nicht hinbekommen, weil ich nur drei Leute, also beziehungsweise zwei Leute kenne, mit denen ich das machen kann und spiele. Ihr müsst insgesamt, um alles zu kriegen, 100 Mal die Crew bilden. Haben wir jetzt nicht extra gemacht, weil 100 Mal ist sehr viel und da wir sowieso ständig Crews bilden, wenn wir zusammenspielen, ja, irgendwann habt ihr das dann voll. Pro Racing auf Fotoaufgaben abschließen, das gleiche mit Freestyle, mit Offroad, mit Street Racing. Da gibt es ganz, ganz viel. Hier unten sind auch noch ein paar richtig lustige Sachen. Die fliegende Untertasse sollen wir entdecken, die Riesenkuh entdecken, die habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Dann gibt es noch das Wigwam Hotel zu entdecken. Ganz viele Dinosaurier stehen auf einer Stelle, die müsst ihr entdecken. Den Beweis, dass Außerirdische da waren, da habe ich lange gesucht. Das ist nur dieser Kopf gewesen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und die geheime Insel entdecken, die ich euch gezeigt habe, wo Help drauf steht. Das sind alles so Sachen, ja, eigentlich ganz lustig, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. The Collector wird wahrscheinlich bei euch auch sehr lange dauern. Also die oberen sind natürlich schnell, ne? Als Neuling populär werden, berühmt werden, zum Star werden. Eine Legende wäre dann, erreiche Kultstufe. Fängt das erste mit an, aber ihr müsst, wie ihr seht, Kultstufe 500 erreichen fürs nächste. Und ich denke mal, dass es dann irgendwie bis zum Max geht oder so. Dann sind da noch ganz viele Sachen: Performance-Teile holen, epische Teile holen. Man muss diverse BMWs gesammelt haben, Audis gesammelt haben, Aston Martins gesammelt haben und, und. Also, das sind wirklich, wie der Name schon sagt, Sammlungen, die man da machen müssen. Ruffahrzeuge besitzen und so weiter und so fort. Gleiches System wieder mit den Punkten. Hier bekommt ihr allerdings diesmal einen Roadrunner am Ende, wenn ihr alles habt. Und so ein komisches, episches Outfit, naja, muss man nicht haben, es sei denn, man möchte schick aussehen. Als Frau muss man es gar nicht haben. Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, weil wir doch schon sehr, sehr lange jetzt aufnehmen. Ich zeige euch noch schnell das Letzte. Und zwar, wenn ihr auf Aktivitäten geht, hier habe ich doch jetzt alles, ja, da habe ich alles gezeigt. Wenn ihr auf Aktivitäten geht, gibt es einmal Live-Battle. Da könnt ihr drauf gehen. Da kommt ihr dann wieder zum Summit, wo ihr dann zum Live-Battle kommt. Dann den Summit, den könnt ihr. Achso, Rang entzogen, ja, ist ja logisch, weil die Ränge, die werden nochmal immer neu gestartet bei jedem Summit, der neu beginnt. Da könnt ihr auch theoretisch nochmal drüber reingehen. Dann gibt es hier verschiedene Kategorien: Street Racing, Offroad, Freestyle und Pro Racing. Und Live Extreme, das sind, glaube ich, die PvP-Sachen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Da habe ich nämlich noch nichts gemacht und PvP habe ich noch nichts gemacht. Ich gehe mal in Street Racing rein, da habt ihr links immer den Champion stehen. Der ist am Anfang bei euch grau, also ausgegraut, weil ihr den noch nicht freigeschaltet habt. Da müsst ihr halt einfach immer hier rechts die Rennen durchfahren, damit ihr dann hier den freischalten könnt. Es gibt Street Race, da könnt ihr dann nochmal reingehen, habt nochmal was, also Motor drin, Classic-Herausforderungen beispielsweise jetzt hier. Dann das Spießerauto, den Trip, Harlem West und so weiter. Die habt ihr dann immer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wenn ihr einmal so drauf geht, hier unten links seht ihr Blitzreisen. Da reist ihr dann direkt hin. Das können wir mal kurz machen, nur damit ihr das sehen könnt. Dann steht ihr direkt davor. Hab gehört, im HQ Und ich wartet könnte tolles jetzt neues theoretisch Zeug auf uns. reinfahren und Wir waren würde dann jetzt damit das schon, Rennen nun beginnen. ja, ewig Mache ich nicht jetzt mehr da. natürlich nicht, weil ich will das Rennen jetzt nicht starten. Aber nur, damit ihr das mal gesehen habt. Das ist dann die Blitzreise. Zeige ich euch auch gleich auf der Karte. Die kann euch ungemein das Leben vereinfachen. Schwierigkeit wechseln, wenn ihr da drauf steht, einfach drücken. Da könnt ihr dann die einzelnen hier durchgehen. Also Ass ist immer Gold umrandet. Normal ist halt die leichteste Schwierigkeit. Schwer ist die normale Schwierigkeit, also die mittlere. Und Ass ist die schwerste. Und ihr seht dann oben, was ich für eine, also mit dem Auto, wo ich jetzt gerade drin bin, was ich für
Klassenpunkte habe, heißen glaube ich anders, aber was ich für Punkte habe mit dem Auto und die empfohlenen, die man mindestens haben muss, um überhaupt gewinnen zu können. Und ihr seht schon den Unterschied, ich habe 280 in der leichtesten, sind aber nur 80 empfohlen. Also es ist nicht einfach. Am Anfang werdet ihr wirklich allem hinterherfahren, wenn ihr noch nicht gefahren seid, keine Teile habt. Aber es lohnt sich, am Ball zu bleiben, weil je mehr ihr wirklich dann einsammelt, umso besser könnt ihr dann auch wirklich fahren. Ja, unten könnt ihr euch dann die Bestenliste ansehen. Im Street Racing bin ich nicht besonders gut, bin ich auch ganz ehrlich. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Da ist der Epi jetzt am besten. Dann kommt der JJ, der Manitou ist dann noch ein bisschen Abstand dahinter. Und mit viel Abstand bin ich jetzt bei dem Rennen dahinter. Aber das ist, glaube ich, auch eins dieser Rennen, die mich total angekotzt haben. Generell Street Racing habe ich nicht gerne gemacht. Drift habe ich auch nicht gerne gemacht. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das zusammen mit dem Epi machen konnte. Weil, wie ihr seht, wir haben auch nur die normalen Rennen gemacht. Es ist scheiße. Also mittlerweile ist meine Motorisierung besser. Aber ich habe einfach, ich kriege die Punkte nicht. Deswegen, es ist wirklich so ein Hasskategorie. Dann Drag Race finde ich gar nicht mal so schlecht. Habe ich jetzt erstmal alles nur auf normal durchgespielt. Mittlerweile sind meine Punkte so hoch, dass ich die leichten fahren können müsste. Sagen wir es mal so, es kommt immer so ein bisschen auf die Strecke an und darauf, wie aggressiv halt wirklich die KI ist. Weil wenn die so aggressiv sind und dir ständig nur ins Auto reinpreschen, ja, dann kannst du noch so gut fahren, dann schaffst du es in der Regel nicht. Wenn du natürlich anfangs gut wegkommst und die KI dir hinterherfährt, dann wirst du das Rennen normalerweise schaffen. Die sind übrigens unterschiedlich lang, die Rennen. Ihr seht schon hier an den Weltrekorden. Der hier ist auf 13 Minuten. Das heißt, ihr solltet am Anfang ja vielleicht mit 20 Minuten rechnen oder so. Die hier sind auch alle ziemlich lang, muss ich sagen. Also es sind hier bei den Drag Race alle. Wenn ihr euch dagegen mal die Street Race anguckt, hier 1 Minute 19, fast 2 Minuten, 1,24. Also die sind doch um einiges schneller. Dann gibt es noch die Hypercars. Da ist halt auch wieder das gleiche. Oh nein, Sollte mal reingehen wollte ich jetzt vorbeischauen. nicht. Hoffentlich ist mein Zeug noch da. Ja, ist okay. Hab mich vertan, hab mich verklickt. So, reingehen wollte ich jetzt nicht. Da ist halt alles das Gleiche, nur dass es dann verschiedene Autos gibt. Hier gibt es, nee, Moment, das war Luttrells Auto. Irgendwo gab es noch den Unfall. Den kann ich euch nur empfehlen, weil der sehr schnell ist. Also sehr schnell auch zu erledigen und man gut Punkte dafür bekommt. Dann die Tests. Das sind Sachen, die eigentlich sehr einfach sind. Gut, bei den Slaloms müsst ihr erstmal ein bisschen üben, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Die Radarfallen sind sehr, sehr einfach. Werdet ihr am Anfang vielleicht nicht unbedingt hinbekommen. Geht nur darum, dass ihr ein bisschen zurückfahrt an der Stelle und dann wirklich mit Knallgas geradeaus fahrt. Manchmal sind auch ein bisschen Kurven drin. Ihr müsst auch aufpassen, es kann schon mal sein, dass Gegenverkehr auf der Fahrbahn ist. Dem müsst ihr natürlich ausweichen. Und am besten immer, wenn so ein Geisterauto angezeigt wird, spätestens dann auf Nitro drücken, damit ihr dann die perfekte Beschleunigung habt, um durch die Radarfalle durchzukommen. Das nur so als kleiner Tipp. Bei der Flucht, wenn ihr die startet, dann müsst ihr einfach so schnell wie möglich fahren und nicht von der Strecke abkommen. Ihr seht dann unten im Radar rechts, seht ihr so einen kleinen roten Punkt, der sich immer weiter ausbreitet. Und wenn der bei euch angekommen ist, dann ja, seid ihr zu Ende. Dann ist das Ganze beendet. Und oben seht ihr so einen Balken, eigentlich ja einen Balken, der zweimal unterteilt ist. Die erste Hälfte müsst ihr geschafft haben, damit ihr die Flucht beendet habt. Die zweite Hälfte ist optional. Und ihr könnt noch über den Balken drüber fahren, wenn ihr halt ein schnelles Auto habt und schnell durchkommt. Es gibt dann auch noch die Slaloms, die stehen jetzt hier natürlich gerade nicht drin. Die sind dann auch noch bei den Tests vorhanden. Die Fotoalben sind sehr speziell. Ich habe auch noch nicht alles gemacht. Ihr müsst stellenweise Sachen finden. Hier zum Beispiel musste ich mit einer Street Race-Variante vom Nissan Skyline GT-R, also wirklich ein ganz spezielles Auto, zu dieser geflügelten Statue hier in Detroit fahren und ein Foto machen. Ihr seht schon, wir sind da zu zweit drauf. So kann man es besser erkennen. Wir sind da zu zweit drauf und wir müssen halt alle genau dieses Auto haben. Das ist schon ja, ziemlich scheiße, wenn man die Autos dann erstmal kaufen muss.
Das hier, die Kawasaki zum Beispiel, habe ich noch nicht. Deswegen habe ich die Sache mit dem Kino noch nicht gemacht. Ich weiß aber mittlerweile, wo es ist. Also hier muss ich noch einiges nachholen, wenn ich denn wirklich die Autos habe. Hier konnte man einige Sachen machen. Kleiner Tipp, im Untergrund, wenn ihr da reingeht. Perfektion. Wenn ihr noch kein Hypercar, nee, wenn ihr noch kein Hypercar habt, dann könnt ihr das nicht machen, weil ihr müsst es, glaube ich, zu Hause machen. Aber es gab noch ein anderes Bild, wo ihr euch nur mit dem Auto fotografieren lassen müsst, allerdings nicht zu Hause. Da könnt ihr dann einfach ins HQ reingehen, euch das Auto aussuchen, dann steht dieses Auto da und einfach mit dem Auto fotografieren lassen. Also das funktioniert wunderbar. Hier zum Beispiel habe ich jetzt alle gelöst. Das sind so verschiedene Sachen. Manchmal müsst ihr Fotos bei Nacht machen, manchmal bei Regen, bei Schnee. Manchmal oder bei den meisten ist es halt total egal. Hier müsst ihr zum Beispiel ein spezielles Schiff fotografieren. Also sind nicht alle so schön, meine Bilder, aber Hauptsache, ich habe die Bilder gemacht. Die Skylines fand ich auch gar nicht so schlecht, weil da müsstet ihr, glaube ich, überall, nee, nicht ganz überall, Strip musstet ihr nicht mit dem Flugzeug hinfahren. Aber viele solltet ihr aus der Luft fotografieren. Liberty, Star Tour und so weiter, verschiedene Brücken. Also das ist schon, ja, war schon sehr interessant, die ganzen Sachen zu holen. Ich zeige euch das jetzt nicht bei den anderen, da ist es natürlich bei Offroad das Gleiche. Da habt ihr hier den Champion wieder drin, wenn ihr in die einzelnen reingeht. Das gleiche Schema F wie bei den anderen auch. Nur, dass ihr hier halt die Rallye-Raid-Autos habt, die Motocross-Maschinen, die Rallye-Cross-Autos, mit denen ihr fahrt, Hovercraft, was sehr, sehr schwer ist, weil die Teile zu holen dauert sehr lange. Und die gehen nur ganz, ganz langsam hoch. Aber ihr habt auch wieder die Tests und die Fotoaufgaben hier drin. Freestyle genau das gleiche, wobei ihr hier die Flugzeuge habt. Demolition Derby. Ich hasse es, weil ihr müsst andere Autos versuchen zu beschädigen und im besten Fall zu zerstören. Und wenn ihr selber zerstört werdet, bekommt ihr 5000 Punkte abgezogen. Und da ich grundsätzlich selber zerstört werde, habe ich immer 0 Punkte, wenn ich da rausgehe. Deswegen hasse ich diese Dinger. Also die kann ich wirklich nur machen, wenn ich mit anderen unterwegs bin, die das wirklich können, weil das ist abartig. Anders kann ich es nicht sagen. Jetsprint habe ich gerade erst mit angefangen, weil ich mir vor kurzem erst das Bötchen gekauft habe. Die gibt es hier noch drin. Monster Truck habe ich auch gerade erst mit angefangen. Haben aber, glaube ich, schon komplett. Genau, wir sind schon bei Stufe schwer angekommen, wo wir weiter machen. Die sind aber auch, ja, schwer nicht, aber man muss schon einen relativ guten Monster Truck haben, um das dann zeitlich auch zu schaffen. Tests und Fotoaufgaben sind hier auch wieder wie gewohnt drin. Und bei Pro Racing halt genau das Gleiche. Da gibt es dann die Powerboote drin. Die Touring Cars könnt ihr hier fahren. Das ist übrigens meine Lieblingskategorie hier. Alles, was blau ist. Air Race jetzt nicht so, weil mit den Flugzeugen habe ich es nicht so, obwohl ich sie eigentlich ganz gerne fliege. Alpha finde ich super klasse. Das sind die Formel-1-Wagen, ja, und auch wieder Tests und Fotoalben halt hier drin. Und wie gesagt, dieses Live-Extreme sind halt die PvP-Sachen, wo ihr wirklich gegen echte Spieler spielt. Was ich euch noch ganz kurz zeige, wenn ihr auf Select, müsste es bei euch heißen, bei mir heißt es Back, drückt, habt ihr diese Ansicht. Wenn ihr da die untere Schultertaste drückt, könnt ihr wegzoomen mit der die linke. Mit der unteren rechten könnt ihr ranzoomen. Das heißt, so könnt ihr euch zum Beispiel auch die Gegenden angucken, was wo ist, wenn ihr mal was suchen müsst für eine Fotoaufgabe oder so. Aber wenn ihr ganz weit rauszoomt, habt ihr die Karte. Wenn ihr hier auf der Karte seid, da seht ihr die einzelnen Stationen, die könnt ihr direkt anwählen, wenn ihr das so machen möchtet. Ich mache es immer übers Menü, weil ich die halt nehme, wo ich weiß, das ist am einfachsten, dass ich die noch nicht habe. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel raussuchen möchtet, okay, ihr unten die fandet ihr am einfachsten, könnt ihr das natürlich auch so machen. Home, es gibt zwei Häuser. Einmal dieses Haus, das habt ihr von Anfang an freigeschaltet bei Los Angeles. Und es gibt noch ein zweites Haus hier unten rechts bei Miami. Wenn ich da mal ein bisschen hinkommen würde. Das sind die gleichen Häuser. Ich gehe da jetzt mal eben kurz mit der Blitzreise rein. Wenn ihr übrigens betreten macht, dann seid ihr immer davor. Da könnt ihr in den Häusern, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier gerade angekommen bin, da könnt ihr in den Häusern alles ausstellen. Ihr könnt eure Fahrzeuge ausstellen, eure
Boote ausstellen, eure Flugzeuge und so weiter und so fort. Hier gibt es einen Aufzug, der ist am Anfang noch nicht ganz freigeschaltet. Da gibt es eine Garage, einen Hangar für die Flugzeuge und den Dock für die Schiffe. Die könnt ihr dann da nochmal einzeln ausstellen. Ihr könnt hier verschiedene Ecken entdecken, aber das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Was ich euch aber zeigen möchte, ist diese Ecke hier. Die habe ich lange gesucht, ich bin oft vorbeigelaufen. Da ist dieser Rennanzug. Wenn ihr da auf Avatar anpassen geht, könnt ihr nämlich euren Helm ändern. Ihr könnt auswählen, was ihr als Oberkörper anzieht. Ihr könnt die Handschuhe wechseln, ihr könnt die Hosen wechseln, nennt sich auch Unterkörper. Ihr könnt die Schuhe wechseln, ihr könnt den Anzug, den ihr tragt, zum Beispiel wechseln. Da ist jetzt, glaube ich, auch dieser Spezialanzug bei oder auch nicht. Ich finde ihn zumindest gerade nicht. Den ich mir vom Explorer extra, doch, da ist er. Hier, den ich mir vom Explorer extra freigeschaltet habe. Den statte ich mal als Anzug aus. Dann gibt es halt verschiedene Outfits. Das ist einmal dieser hier. Dann gibt es dieses andere epische Outfit, was ihr freischalten könnt. Und dieses Outfit, was ich noch nicht freischaltet habe bei Collector. So, ich dürfte jetzt theoretisch den Anzug anhaben. Ja, habe ich. Aber ist nicht so schlimm. Ich meine, den wollte ich ja sowieso haben. Also da könnt ihr auf jeden Fall euren Avatar ändern. Es gibt noch etwas, das als kleinen Tipp, weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um da drauf zu kommen. Dafür fahren wir mal kurz in die Garage. Wenn ihr die Sternen... Wo sind meine ganzen Autos hin? Okay. Also irgendjemand hat hier meine Garage freigeräumt. Keine Ahnung, wo jetzt alle meine Autos hin sind. Ja, geil. Zumindest eins ist noch da. Wenn ihr euch vor ein Auto hinstellt, da steht unten... war das mit Anpassen? Nee, Anpassen war, wenn ihr das Fahrzeug anpasst. Dann war es, glaube ich... Muss ich selber mal eben gucken. Nein, das war die falsche Taste. Ah, hier mit der Taste war es. Also bei mir ist es so, die Schultertasten unten links, die musst ihr gedrückt halten. Und mit der Schultertaste oben rechts könnt ihr hier die einzelnen Punkte durchwählen. Zum Beispiel haben wir hier die Beleuchtung. Wenn ich da jetzt auf A klicke, sehe ich jetzt gerade gar nichts. Weil ich es wahrscheinlich nicht sehen kann, weil ich nicht im Auto drin bin. Moment, ich stelle mich mal ein bisschen weiter nach hier vorne. Weil ich möchte euch das natürlich auch zeigen. So, das Fenster. Das, wenn ihr genau darauf achtet, auf das Fenster und ich drücke A, jetzt funktioniert es endlich, dann geht das Fenster runter. Wenn ich nochmal A drücke, geht das Fenster wieder hoch. Habt ihr es gesehen? Und das, dafür kriegt ihr überall Errungenschaften und Sterne. Also das müsst ihr einfach mal machen. Hier die Beleuchtung am Boden sieht man es jetzt. Beleuchtung an, aus. Da bekommt ihr dann auch nochmal eine Belohnung für. Die Tür öffnen, da bekommt ihr auch nochmal eine Belohnung für. Ihr könnt übrigens auch in das Fahrzeug einsteigen. Wenn ihr da halbwegs gut vorsteht. Krieg's jetzt gerade nicht so richtig hin. Aber ihr könnt auf jeden Fall... Oh, Moment, doch, da war doch gerade... Hier, Sitz, genau. Wenn ihr den Sitz anvisiert habt, könnt ihr auch nochmal ins Fahrzeug einsteigen. Und dann könnt ihr euch das Ganze im Prinzip nochmal angucken. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch nochmal Fenster machen. Dann seht ihr das besser. Also es ist halt nur sehr dunkel, aber man kann es trotzdem erkennen. Ja, das nur schon mal als kleinen Tipp. Ich verlasse das Fahrzeug mal. Wenn ihr diese Errungenschaften machen möchtet und nicht weiß, wie man, nicht wisst, wie man das Ganze überhaupt machen kann... Als allerletzten Tipp für euch, wenn ihr das Spiel beenden wollt und nicht rausgefunden habt, wie, weil hier, egal wo ihr hingeht, nirgendwo Spiel verlassen steht, klickt hier oben auf Spieleeinstellung. Es sieht nicht so aus, aber wenn ihr ganz nach rechts rüber geht, habt ihr einmal Spiel verlassen. Ich habe sehr, sehr viele Wochen gebraucht, bis ich das gefunden habe. Ich habe ehrlich gesagt immer mit Alt-F4 das Spiel geschlossen. Und ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr vielen anderen Spielern genauso ging.
Alleine, wenn man mal danach googelt, wie Spiel schließen, da gibt es unheimlich viele Fragen, wie man das Spiel wirklich schließen kann, ohne halt, ja, das Spiel crashen zu lassen. Also das nur als kleiner Tipp, oben auf die Optionen ganz nach rechts gehen und dann könnt ihr das Spiel verlassen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch tun. Es ist wirklich eine extremst lange Aufgabe geworden, deswegen denke ich mal, habe ich das in verschiedene Videos ein bisschen gecuttet. Aber somit habt ihr dann schon mal eine Übersicht, eine ziemlich intensive Übersicht, wie ich zugeben muss, wie ihr was machen könnt. Es sind viele Sachen gewesen, wo ich mir gedacht habe, warum, wieso, weshalb. Gerade mit den Ersatzteilen, wie man das benutzen kann und was das alles für einen Sinn hat. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Ansonsten, wenn ihr das Spiel spielen möchtet oder vielleicht noch einiges erreichen möchtet und es schon angefangen hat zu spielen, ja, spielt einfach. Weil egal was ihr macht, ihr könnt nicht verlieren. Selbst wenn ihr das Rennen verliert, erhaltet ihr immer noch so ein paar Trostbugs sozusagen. Und ihr haltet noch ein paar Follower. Das heißt, ihr werdet immer weiter hochkommen. Also nur nicht aufgeben. Ganz dicker Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr andere Leute kennt, die The Crew 2 spielen, spielt mit denen zusammen in einer Crew. Und wenn ihr das Glück habt, dass die schon bessere Fahrzeuge haben, es hört sich dumm an, aber es ist wirklich so, dann lasst euch anfangs ein bisschen durchziehen. Lasst euch ein bisschen durchziehen, bis zum Beispiel alles auf normal gespielt worden ist, weil dann habt ihr schon Teile, wo ihr sagen könnt, damit könnt ihr jetzt theoretisch die leichteste Stufe gewinnen. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Spiel. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, was ich vielleicht nicht ganz beantwortet habe oder wo man vielleicht nochmal ein separates Video zu machen sollte oder vielleicht einfach nur eine kurze Antwort braucht, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir bitte unbedingt auch gerne in die Kommentare rein, weil ich bin auch noch kein Profi, also im Spielen sowieso nicht. Aber ich habe meines Erachtens jetzt soweit alles herausgefunden, was man herausfinden kann. Bis auf die Live-Events, die bin ich noch nie gefahren, aber die sind, denke ich mal, genauso aufgebaut wie die PvE-Events auch. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, wenn es dann heißt, ja, der Horror des Beginns. Also gut, die ersten Folgen, wo ich nicht so gut gefahren bin, weil ich mich echt da erstmal wieder reinfuchsen musste mit dem Fahren, weil ich sehr, sehr, sehr viele Jahre nicht mehr gefahren bin. Und das letzte Mal auf der Xbox und der Controller war auch ein bisschen anders als der hier. Deswegen, naja, ich will es nicht beschönigen. Ich bin halt nicht ins Ziel gekommen die ersten Mal. Aber danach bin ich besser geworden. Also das muss man ja auch dazu sagen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.